Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Ich bin so blöd. Ich bin zweimal dran vorbeigelaufen und zwar hier einfach in die Unterführung gehen. Ne? Ganz simpel, ganz locker, ganz flockig. Da rasen wir jetzt einfach durch und sollten dann hoffentlich ein Stück weiterkommen. Sieht irgendwie noch aus wie früher. Ja, stimmt. Hier sind wir oft lang gelaufen. Damals war die Straße belebt. Ich sorge dafür, dass es wieder so wird. Das sind Worte. Von endlich einem wahren König. Komm schon. Genau, da wären wir. Und nirgends anders. So, die müssen wir wahrscheinlich alle gar nicht töten, aber wir tun es trotzdem. Wir hätten theoretisch wahrscheinlich auch hinten lang schleichen können. Ex-imperialer Soldat. Was heißt Ex-imperial? Das Imperium gibt es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, dank Gravus und Zeug, weil die alle weg sind. Vermutlich deswegen Ex. Und nicht mehr aktiv. Oh, Alter, weil du rumpst es hier schon ganz schön, gell? Wie es rumpst. Wahnsinn. Komm schon, Scharfschütze. Ja, na. So. Komm jetzt, schlagt sie nieder. Knüppelt sie um. Ist er jetzt tot? Sehr gut. Das war's. Ja, weiter geht's. Was war denn jetzt los? Jawohl, euer Majestät. Ja, schön. Prompto gewöhnt sich langsam dran. Ich höre doch schon wieder was. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir werden nicht ganz ohne Probleme dahin kommen. Werden wir niemals. Ich bin jetzt unter dem Viech, glaube ich, durchgegangen. Deswegen habe ich ihn bald noch gehört. Sind wir da. Nicht mehr lang, dann irgendwie werden meine Beine auf einmal ganz schwer. Komm schon, Gladio. Lass mich jetzt nicht hängen. Ja, was? Zu Befehl, euer Majestät. Was ist das denn? Alter, was ist das für ein Vieh? Erstmal checken, was das ist, oder? Beam auf König. Alles klar. Gut, dann, Jungs und Mädels, auf geht's. Da fackeln wir nicht mehr lang, wir machen ihn nieder. Los. Ja, komm, wir haben ihn fast. Wir haben ihn. Oh, ich hätte auch beschwören können, sehe ich gerade. Ups. Naja, gut. Nicht so wild. Warum sollten wir beschwören, wenn wir noch so platt kriegen? Wir haben's immer noch drauf, Leute. Und sowas du, von. Wärst du ein Mit-50er. Ich bin bereit. Wir müssen erstmal unsere 30er. Genau. Wohl wahr. Los geht's. Zurück in die Heimat. Oh Mann. Hier sieht auch noch alles aus wie früher. Hier hat sich nichts verändert. Hier ist nichts zerstört worden. Na gut, ein paar Fliesen vielleicht da, aber sonst. Ansonsten, im Großen und Ganzen sieht die Zitadelle. Und nun Bühne frei für den Feuergott. Ifrit ist das misanthropische Gegenstück zur menschenliebenden Eisgöttin. Er wollte euch unbedingt begrüßen kommen. Genießt die Show. Ich warte im Thronsaal auf euch. What? Was? Na warte, dir wird das Lachen schon bald vergehen. Ifrit? Alles okay? Wir brauchen einen Plan. Verstecken wir uns. Lockt, hier lang. Schnell, er greift wieder an. Er kommt! Neuer Versuch! Stück der Deckung! Hier! Okay! Auf ihn! Alter! Gut, das wird gar nicht so schwer, glaube ich.
Nee, ich glaube nicht, dass es so schwer wird. Okay, jetzt schmust er mich erstmal an hier. Nee, das ist echt nicht schwierig. Jetzt hätte ich schon wieder beschwören können. Bringt ihn um. Die Lage ist ernst. Alter. Wir müssen die glaube ich auch. Wie sollen wir die Flammen denn löschen, bitte? Eiszauber oder was? Ne, macht er ja selber. Alter, was passiert hier? Kann ich ihn echt mit dem Ring gerade töten? Hätte mir mehr erwartet. Trotzdem nicht nachlassen. Nee, kann ich nicht. Okay, es funktioniert leider nicht mit dem Ring. Aber es war ja zu erwarten eigentlich, ne? Au. Okay, ich brauch. Jetzt geht's doch ab hier mit dem. Na komm, Ifrit. Los. Au, 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 heiß, heiß, heiß. Angriffe bringen nichts. Sind die Flammen stärker geworden? Verdammt, was sollen wir tun? Auf jeden Fall fernhalten. Das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Keine Sorge, keine Sorge. Schließlich nur ein lächerlicher Gott. Jawohl, richtig schön reinkloppen. Muss nicht immer warten, bis er seine Flamme verliert und dann können wir ihn schlachten. Scheiße. Los. Okay. Kurz heilen. Und nutzen. Okay, das nutzt echt nicht viel. Vielleicht muss ich mal Magie benutzen. Soll ich das mal versuchen? Ich versuche mal Magie zu benutzen. Eis. Ausrüsten. Nehmen wir das Durandal mal weg und rüsten Eis aus. Scheiße. Ich bin ja richtig gut getroffen, ne? Hab ich richtig gut gemacht. Ja, shit. Ja, ich glaube, Eis kann auf jeden Fall helfen, wenn ich treffe.
Vermute ich zumindest. Aber solange der hier rumtanzt, kann ich es, glaube ich, so gut wie vergessen im Moment. Jetzt drehen wir den Spieß um. Ja. Yeah. Yes! Ah, ne, das bringt auch nicht so viel. Jetzt wäre Ifrit, Shiva natürlich schön. Ne, die uns ein bisschen den Arsch rettet hier gerade. Bisschen arschkühl zumindest. Wäre zumindest ganz nice. Na, wo ist er? Da ist er. Okay. Komm schon. Sehr gut. Keine Zeit zum Verschnaufen. Ja, so nicht. Wie sollen wir bloß ein Feuer löschen? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ist mir auch herzlich egal, ehrlich gesagt. Ich kriege auch so klein. Ohne dass ich weiß, wie man sein Feuer löscht. Am besten mit Shiva, aber die kann ich gerade leider nicht rufen. Jetzt hätte ich das wahrscheinlich schon erledigt. Ah Gott. Ich trifft mit dem richtigen Augenblick. Yes! Sehr schön, Prompto. Sehr gut. Okay, das konnte ich bisher noch nie. Und parieren wäre natürlich auch nice. Komm schon. Ja. Da kommt sie doch. Shiva kommt. Komm schon. Shiva, los! Hat sie mit dir gesprochen? Sie sagt, ich soll das Licht zurückbringen. Dazu kommen wir gleich. Ganz genau. So ist es. Und zwar auf der Stelle kommen wir dazu. Okay, Ifrit war kein Gegner. Oh Mann, der war echt knackig. Aber ich bin nicht gestorben, alles gut. Aber welches Level war der? Oder welche Stufe? Wir sind zurück. In der Zitadelle. Nicht mehr weit bis zum Thronsaal. Ey, da meinst du, du bist wahnsinnig, gell? Ist das hell hier? Teil von Ardens krankem Plan? Ja, er hat uns einen Empfang vorbereitet. Funktioniert der Aufzug etwa noch? Ja, sieht ganz so aus. Er führt uns direkt zu sich. Sehe ihm eigentlich ähnlich jetzt... Hartschild. Entschuldigung, ich muss es ganz kurz unterbrechen. Gladius. Hartschild? War das ein... Das war doch... Das war hier... Mal den da. Hartschild, tatsächlich. 800 Lebenspunkte und 40 Stärke. Kriegt er. Okay, hier scheinen richtig geile Sachen rumzuliegen. Runenohrringe. Auch gleich mal gucken, was die bringen. Nope. Inventar, überprüfen. Runenohrringe. 100% Magie. Aha.
Gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, da brummelt es schon wieder da drin. Komm, oh, ich vergesse immer auf die Ausdauer zu achten. Ich vergesse ich ständig. Alter. Was ist denn hier los? Okay. Schauen wir weiter. Na? Ach komm, jetzt hört auf. Tatsächlich funktioniert er noch. Aber nein, ich möchte noch ganz gern schauen, ob hier noch irgendwas ist. Aber es sind alles Aufzüge. Ein Riesenschwall von Aufzügen. Okay, kommt mit. Drück. Daneben gedrückt. Voll daneben gedrückt. Okay, seid aber alle bei mir. Schaffen wir das, Jungs? Und dieses Spiel hat dann wohl im Thronsaal sein Ende. Da wartet er sicher auf uns. Der Dreckskerl macht echt, was er will. Er hat sich die längste Zeit amüsiert. Ja. Ich bin bereit für den Kampf. Na, ich nicht so recht. Fragt er mich vielleicht auch mal? Das Ende der Nacht. Zum Thronsaal begeben. Das tun wir. Eieiei. Das erste Mal so lange Gänge. Ich war immer aufgeregt, bevor ich König Regis treffen sollte. Ja. Dieser Ort weckt Erinnerungen. Ich war auch einmal hier, am Tag unserer Abreise. Das scheint echt schon ewig her zu sein. Nur noch ein bisschen. Also, bist du bereit, Noct? Ja, nein. Wartet einen Augenblick. Prompto? Zeig nochmal deine Fotos. Wie? Klar. Darf ich eins davon als Erinnerung mitnehmen? Klar. Gerne. Okay, hier. Such dir eins aus. Ernsthaft? Ich muss jetzt von 101 Fotos irgendwie raus? In wie vielen Läden wir waren. Hat richtig Spaß gemacht, so viel zu sehen. Ja, es war schön, die Welt zu erkunden. Ja, krass. Ein Foto zeigt nur einen winzig... Die Fotos bringen... Noct. Dieses Foto soll es sein? Ganz sicher? Nee, doch nicht. Nein. Ich muss nochmal durchgucken. Ich will natürlich eins, wo wir alle zusammen drauf sind. So eins hier. Du könntest dir ein Foto aus einem Kampf mit... Das ist doch mal ein gutes Foto. Noct. Dieses Foto soll's sein? Ganz sicher? Ja. Ja. Sind das etwa... Ich habe schlechte Neuigkeiten. Du kamst, um den Thron zu besteigen. Doch da sitzt schon jemand. Runter vom Thron, Hofnarr. Da sitzt der König. Ich habe gewartet, Noct. Oh, wie lange ich gewartet habe. Endlich. Heute Nacht endet die Linie der Luzis. Mann, der Typ ist echt nachtragend, was? Zeit heilt wohl nicht alle Wunden. Sitzt er auf dem Thron? Ja, aber nicht mehr lange. Der Platz gebührt mir. Was soll das? Denkst du etwa, ich hätte so lange gewartet, um gegen Günstlinge zu kämpfen? Komm schon, Noctis.
Was? Jetzt muss ich auch noch alleine gegen den Pop kämpfen, oder was? Warte, was ist denn drüben noch? Kann ich hier noch irgendwas sammeln? No. Ich hab genug. Wieder nur eine weitere Erinnerung. Erinnerung. So. Oh, das Ganze jetzt endlich mal ein Ende, ey. Ich bin nur aufgeregt die ganze Zeit. Und los. Mal sehen, ob aus dem ignoranten, schwachen Prinzen ein weiser, starker König geworden ist. Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht. Beenden wir es. Schlagen wir uns die Köpfe vom Leib. Mit was soll ich anfangen? Der König des Lichts und der von allen verabscheute und verstoßen. Soll ich ihn einfach schlachten? Mehr hat der König des Lichts mir nicht zu bieten. Ich verarschen, Mann, du bist schon halb tot, Alter. Stell dich gefälligst mal ein bisschen mehr an. Hast du nun mächtige Kräfte erhalten oder etwa nicht? Nope. Sieh an, endlich scheinen meine Rachepläne aufzugehen. Mein großer Traum geht heute in Erfüllung. Keine Sorge, noch ist es nicht vorbei. Na, das wollen wir doch mal sehen. Wer ist stärker? Der Kristall. Oder ich. Ist er wieder geheilt? So gefällst du mir schon weitaus besser, König Noctis. Oh, das ist geil, wenn das kommt. Aber er hat auch Königswaffen, oder? Täusche mich da. Warum hat er Königswaffen? Warum hat er welche? Warum? Wieso hat er Königswaffen? Das verstehe ich nicht ganz. Ey, die porten sich hier durch ganz Insomnia. Wahnsinn. Ja. Ja, komm. Warum hat er Königswaffen? So, er ist ja auch einer, gell? Klar, er ist ja auch ein Luxus. Er kann sie natürlich auch holen. Ganz simpel. Jetzt aber, komm. Komm schon. Wer von uns beiden wird wohl zuletzt lachen? Sieh an, wen haben wir denn da? Die Herrschaften sind nur hier, um deinen Tod zu bezeugen. Als dein Vater Schwächling. Warst du mit deinen Freunden in der weiten... Als Jungschlag? Hast du vor Schöpfung ein Nickerchen gemacht? Denkst du, 10 Jahre reichen, um stärker als ich zu werden? Hast du eine Ahnung, wie lange ich in der Dunkelheit verbracht habe? Sieh an, des Vaters Schwert in des Sohnes Hand. Es ist vorbei, König Noctis. Vertreibe die Dunkelheit und gib der Welt ihren Frieden zurück.
während ich erneut vergessen werde. Aber diesmal wirst du Frieden finden. Schließ die Augen. Du wirst sie nie wieder öffnen müssen. Ich warte im Nichts auf dich, Noctis. Aufgabe abgeschlossen, das Ende der Nacht. Aden ist tot. Es ist vorbei. Die Dunkelheit muss jetzt nur noch verschwinden. Dann haben wir es geschafft. Wann auch immer dieser schwarze Bildschirm vorbei sein wird, ich hoffe, es wird bald hell, weil es geht weiter. Ich wünschte. Ja, ich weiß. Viel Glück. Du schaffst das. Prompto. Gladio. Ignis. Viel Glück. Denkt dran. Gebt niemals auf. Leb wohl. Noctis. Majestät. Bis bald. Endlich bin ich zurück. War ein langer Weg, aber ich bin jetzt soweit. Ich danke euch, Luna, Jungs, Vater. Unsere Erinnerungen geben mir Kraft. Könige von Lucis. Kommt zu mir!
genug gemault. Ja, ja. Fertig? Ja. Und los! Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht? Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Und so endet Final Fantasy 15. Ich hab immer noch... Mir läuft's immer noch kalten Rücken runter. Wahnsinn. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, es war ein absolut geiles Spiel. Der Wahnsinn. Wir sind jetzt bei Folge 51. Hätten wir alles aufgenommen, also hätte ich die ganze Level-Aktion, die Nebenmission, alles aufgenommen, bin ich mir sicher, dass wir bei Folge 120, 130 wären. Oh Mann. Wahnsinn. Im Hintergrund läuft gerade jedes Foto, was ich gespeichert habe. Wirklich jedes. Wahnsinn. Ein Wahnsinnsspiel. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, meine Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem neuen Let's Play, im nächsten Let's Play. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Mit voller Kraft. Nur noch ein bisschen. Seht mal! Was? Da vorne! Das Schild! Ha! Jeder Meter ist einer zu viel. Hey, nicht schlapp machen. Sklaventreiber. Ist ziemlich lange her, dass wir zelten waren. Viel zu lange.
Wisst ihr... Was ist? Also ich... Scheiße. Weiß auch nicht. Mir fehlen die Worte. Es ist so. Ich bin mir meiner Sache sicher. Aber wenn ich hier so mit euch sitze und rede, dann würde ich am liebsten aussteigen. Kann ich gut verstehen, dass ich das mal von dir höre. Wunder geschehen. Vielen Dank, Jungs. Bessere Freunde gibt es nicht.
Luna Freya. Du warst tapfer. Vielen Dank, dass du meinem Sohn den Ring überbracht hast. Wie du weißt, hat Noctis seine Fehler. Doch ich bin stolz auf ihn. Ich wünsche euch beiden, dass ihr glücklich werdet. Danke.